Hallo auf dem Kanal Nadi 1112 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es mal wieder eine Rezension von mir und zwar möchte ich über den neuen Roman von Wulf Dorn, Phobia, sprechen. Er ist am 9. September diesen Jahres im Heine Verlag erschienen und hat 395 Seiten. Allein wo ich dieses Cover gesehen habe, war ich schon so fasziniert und ich habe mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. In diesem Buch geht es um Sarah. Sarah ist an dem besagten Abend, wo die ganze Story beginnt, mit ihrem kleinen Sohn allein im Haus. Ihr Mann Steven ist wieder mal auf einer Geschäftsreise und in dieser Nacht kommt der kleine Harvey in Sarahs Zimmer gestürmt, weinend und behauptet, im Garten einen fremden Mann gesehen zu haben, der auch noch durch sein Fenster geschaut hat. Sarah versucht, Harvey zu beruhigen, denn das kann eigentlich nicht sein, da sich die Schlafzimmer im obersten Stockwerk befinden. Harvey schlüpft zu seiner Mama ins Bett und ist auch bald darauf wieder eingeschlafen. Da hört Sarah den Wagen ihres Mannes auf den Hof fahren. Und sie wundert sich eigentlich, denn Steven wollte erst in 3 Tagen von dieser Geschäftsreise zurück sein. Doch sie hört, wie die Autotür zuschlägt, sie hört, wie Steven den Schlüssel ins Schloss steckt und wie er, wie immer, sein Schlüsselbund einfach auf eine Kommode wirft. Sarah steht leise auf, um nach ihrem Mann zu schauen, denn es interessiert sie schon, warum er jetzt so früh von der Geschäftsreise zurück ist, ob irgendwas nicht geklappt hat. Und sie sieht, dass in der Küche Licht brennt. Also begibt sie sich dorthin und dort steht ihr Mann an der offenen Kühlschranktür, so dass sie sein Gesicht nicht sehen kann, und fragt sie nach einem bestimmten Essen, was Sarah doch gekocht hat. Sarah fällt dann auf, dass mit diesem Mann in ihrer Küche irgendetwas nicht stimmt. Er trägt zwar einen Anzug von Steven, aber dieser Anzug ist an den Hosenbeinen, das, was sie also sieht, vom Körper viel zu kurz und die Beine dieses Mannes sind auch viel zu dünn. Und als er die Kühlschranktür zuschließt, erschreckt Sarah zu Tode. Denn sie schaut in ein Gesicht, das auf keinen Fall Stevens Gesicht ist, sondern ein total vernarbtes, entstelltes Gesicht, in das Gesicht eines fremden Mannes. Doch dieser Mann behauptet steif und fest, Sarahs Mann zu sein. Er weiß Dinge, die eigentlich nur Steven wissen konnte. Und Sarah, die einfach entsetzliche Angst hat, spielt dieses Spiel erstmal mit, da sie einfach auch Angst um ihren Sohn Harvey hat. Sie geht dann hoch ins Schlafzimmer zurück, packt ihren kleinen Sohn und versteckt diesen im Badezimmer und sie selber springt aus dem Fenster, um bei Nachbarn Hilfe zu holen. Als sie mit der Polizei dann zurück ins Haus kommt, ist von diesem Mann weit und breit keine Spur, auch keine Einbruchsspuren, und egal ob Sarah erklärt, dass dieser Mann irgendwie an Stevens Sachen gekommen sein muss und einen Schlüssel hatte, glaubt man ihr letztendlich nicht richtig. Sarah versucht natürlich dann gleich, ihren Mann Steven zu erreichen, aber sie weiß nicht, wo er sich befindet, weil sie das eigentlich nie so richtig interessiert hat, auf welcher Geschäftsreise er gerade ist, und sie erreicht ihn auch nicht auf seinem Handy. Doch das Märtyrium beginnt dann erst, denn dieser fremde Mann lauert Sarah immer wieder auf und meldet sich über Stevens Handy bei ihr. Und jetzt ist Sarah klar, dass mit ihrem Mann irgendetwas Schlimmes passiert ist. Da die Polizei ihr nicht richtig glaubt und eigentlich auch mit der Suche nicht richtig anfängt, sucht Sarah Hilfe bei einem Jugendfreund, einem Psychologen, der mit ihr zusammen dann dieser ganzen Sachen auf die Spur gehen möchte. Mehr verrate ich euch natürlich nicht, was das Ganze jetzt auf sich hat. Das müsst ihr selber lesen. Leider muss ich sagen, ich liebe die Bücher von Wulf Dorn. Also ich habe sie, die, wo ich gelesen habe, war ich alle begeistert. Ich fand sie einfach klasse und spannend. Und bei diesem Buch wurde ich etwas enttäuscht. Es war
toll zu lesen, ein toller Schreibstil, wie immer, da gibt es gar nichts zu meckern. Aber außer am Anfang und ganz zum Schluss fand ich dieses Buch einfach nicht spannend genug. Mir hat für einen Thriller einfach so dieser Nervenkitzel gefehlt. Ja, es war, also ich kann, wie gesagt, ich fand es gut, es ist lesenswert und alles, aber ich habe einfach mehr Spannung von diesem Buch erhofft. Und man kann sagen, außer der Anfang und letztendlich das Ende war das Ganze so ein bisschen, hat so da vor sich hin geplätschert. Wie gesagt, der Schreibstil von Wulf Dorn, wer ihn kennt, der weiß, er hat einen tollen, tollen Schreibstil und das hat er hier auch wieder wunderbar bewiesen. Aber für mich eigentlich das schwächste Buch, was ich bisher von Wulf Dorn gelesen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentarbox eure Meinung zu diesem Buch, wenn ihr es schon gelesen habt, reinschreibt. Meine schriftliche Rezension gibt es wie immer auf meinem Blog. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.